Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Karriere Hamburg. Das regionale Jobportal für die Metropole Hamburg. Finde deinen Traumjob bei www.karriere-hamburg.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Publikumsforscher Dr. Helge Kaul. Ahoi, Helge. Moin, Lars. Lieber Helge, wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt und wie in einem Kennenlern-Smalltalk so üblich, kamen wir auf unsere Berufe und für mich war deine Berufsbezeichnung eher unüblich und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was ein Publikumsforscher so macht. Dann mal raus mit der Sprache. Was forschst du? Ja, das ist auch gar nicht so einfach zu erklären. Die Leute kommen ja als Besucher zu bestimmten Veranstaltungen und naja, normalerweise würde man davon ausgehen, die möchten halt gerne ein Theaterstück sehen, eine Oper oder ein Festival. Und damit hat sich's dann. Allerdings wollen viele Institutionen oder eben auch Veranstalter ein bisschen mehr wissen über ihr Publikum. Und dafür sind wir da und wir versuchen auch so ein bisschen dann mit den Daten sozusagen hinter den Besucher zu schauen und da ein bisschen mehr rauszufinden. Du sagst gerade am Anfang, dass man ins Theater geht, um ein Theaterstück anzugucken. Also nur zum Händewaschen oder zum Duschen oder übernachten geht man da ja nicht hin. Das ist doch eigentlich der einzige Grund, oder? Das ist der Grund, genau. Grund und Motiv ist eben dann noch ein Unterschied. Also das ist ganz lustig. Wir hatten mal ein Projekt. Also ich kümmere mich sehr gerne um die Motive, warum Menschen irgendwo hingehen. Und da hatten wir tatsächlich mal eine Fragebatterie und haben dann die Leute befragt nach den sozusagen nach den Gründen dahinter und bekamen dann auch so Antworten wie, ja, warum will ich da hingehen? Weil ich eine Oper sehen will. Warum denn sonst? So, ne? In der offenen Antwort. Ja. Und kann man so sehen. Jetzt wissen wir ja zum Beispiel aus dem Marketing, dass ich meine Schuhe vielleicht auch nicht nur kaufe, weil ich Schuhe haben will, sondern weil ich vielleicht erstmal schneller laufen will und dann nachher auch anderen zeigen will, wie mein Schuh aussieht und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch bei solchen Besuchen viele, viele Motive, die dahinter stehen. Sozusagen hinter dem Theaterstück. Ich will Leute kennenlernen. Ich will vielleicht einen schönen Abend verbringen mit jemandem. Ich möchte vielleicht auch etwas lernen bei dem Stück oder ich möchte eine neue Perspektive gewinnen auf mein eigenes Leben oder wie auch immer. Und wenn man sowas weiß, dann kann man natürlich auch ganz anders, es geht eigentlich gar nicht mal so um die Programmierung, sondern auch um das Drumherum, also den Besuch zu gestalten, sag mal Service oder Gastronomie und so weiter und so fort. Es gibt also durchaus eitle Gründe, ins Theater zu gehen, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ist ja in meisten Fällen für mich zumindest echt eine Quälerei. Also so weiße Sneaker, wie sie gerade jeder zu tragen scheint, sind doch schneller angezogen als ein 3,5 Stunden Kammerspiel. Ja, genau. Das ist ja auch der Vorteil, weil das tut sich dann eben nicht jeder an. Und wenn ich dann 3,5 Stunden dafür arbeiten muss, dann ist ja sozusagen mein Abgrenzungswert dann noch viel größer. Das hat ja so in 60er Jahren Bourdieu auch mal beschrieben. Also er war ganz traurig, dass sozusagen die Kultur eigentlich so der erste Kitt unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube, das hat sich bis heute auch nicht in bestimmten Bereichen nicht groß geändert. Also wir versuchen eben dann uns über solche Dinge, wie wir uns nach außen kulturell geben, wie wir uns verhalten, eben auch von anderen Leuten abzugrenzen. Das wäre jetzt ein Grund. Der ist allerdings schwierig in Befragungen rauszufinden, muss man ganz ehrlich sagen. Also da kriegt man dann, wenn man so fragen würde, würde man wahrscheinlich keine ehrliche Antwort kriegen. Das geht dann meistens nur über wirklich Interviews und solche Sachen.
Also ähnlich werbegesteuert, wie es jetzt gerade die weißen Sneaker sind oder vor einigen Jahren die Levi's T-Shirts, geht man dann auch in ein bestimmtes Theaterstück, weil es totaler Trend ist und man sich gesellschaftlich irgendwie positionieren will, dass man das auch gesehen hat? Ja, also das ist auf jeden Fall so. Es ist ja auch so, dass, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich mit denselben Leuten, mit denen ich sonst auch gerne zusammen bin und mit denen ich meine Freizeit verbringe oder vielleicht auch Beziehungen eingehe, dass das auch die Leute sind, mit denen ich dann diese Interessen teile. Und man kann dann ja auch Gruppen bilden, Typen bilden von diesen Menschen, die ja sich dann auch in bestimmte Milieus beispielsweise auch einordnen lassen. Und da findet man, also das merken wir auch in unserer Forschung immer wieder, das bestätigt sich dann auch, das, was zum Beispiel Gerhard Schulze schon in den 90er Jahren sagte, diese Erlebnismilieus, die findet man eigentlich immer wieder. Und Leute können sich eben über die Kultur, die sie nutzen oder die Kleidung, die sie anziehen oder das Essen, das sie sich zubereiten oder wo sie auch immer hingehen in ihrer Freizeit, darüber können sie sich sehr gut abgrenzen. Ja. Aber du machst deine Umfragen vor allen Dingen im kulturellen Bereich, also speziell Theater, nicht in Fußballstadien oder auf Messen oder was auch immer. Das ist mein Schwerpunkt. Also ich bin in Berlin beim Projekt Kulmon. Die kümmern sich eben, wie der Name sagt, gekürzt Kulturmonitoring und da sehr stark um diesen um den engeren Kulturbereich. Allerdings habe ich auch da merkt man dann auch so die dass sich das eben auch immer weiter öffnet, eben auch zum Beispiel die naturkundlichen Museen, Science Center, zu öffentlichen Befragungen über den Freizeitbereich. Das mache ich auch und das man merkt da schon auch immer mehr große Übereinstimmung. Also jetzt, ich nehme mal diese Personen aus, die dann sagen, ich will eine Oper sehen, was denn sonst? Ja, so, das was ist dann verändern denn, was verändern die Theater denn nach diesen Umfragen? Gibt es da schon Veränderungen oder Ergebnisse? Ja, erstmal sind sie oft schockiert. Ja. Also gerade auch, ich würde auch gerade sagen, so auch Museen sind oft schockiert, warum die Leute wirklich ins Museum kommen. Und das ist eben dann, sind dann die Motive dahinter. Also wir stellen immer wieder fest, dass so das Programmatische, also die Ausstellung oder auch die Theaterstücke, die ich spiele, die Inszenierung und so weiter, dass das zwar eine Rolle spielt, aber vielleicht dann auch manchmal nur an zweiter oder dritter Stelle. Also bei Zufriedenheitsbefragungen beispielsweise, man fragt nach der Zufriedenheit mit bestimmten Dingen und was die Zufriedenheit sozusagen insgesamt nähert, da fällt einem dann leider oft in vielen Befragungen auf, oder ich sag mal so, der Durchschnitt ist, ja, rat mal, was an Platz 1 steht. An Platz 1 und 2, so im Durchschnitt. Womit sind die Leute zufrieden und was macht die am zufriedensten insgesamt, oder was würde die Gesamtzufriedenheit am meisten beeinflussen? Was ist es denn? Keine Ahnung, gutes Catering nebenbei auch? Im Theater? Genau, an Platz 1, ja. Platz 1 steht eigentlich durchschnittlich die Gastronomie, ne? Und das ist natürlich also eben auch Schnitzel Pommes, wenn ich mit meinen Kindern ins Museum gehe und so weiter und so fort. Und dann auf Platz 2. Ist ja häufig die Motivation für Leute ins Freibad zu gehen, weil es da ja die besten Pommes gibt. Also das ist ja, zumindest ist das Gegenteil noch nie bewiesen worden von Leuten wie dir. Ja, genau. Das ist aber genau der Punkt. Also das ist dann der Schock. Oje, wir sind ja gar nicht mit Hochkulturinstitut XY in Konkurrenz, sondern tatsächlich mit dem Freibad, mit dem Aquarium und so weiter und so fort, weil das eben an erster Stelle sind. Das sind übrigens die sogenannten Facilitator, also es sind dann die Gruppe, die eigentlich für andere irgendwo hingeht, also zum Beispiel für meine Kinder, damit wir zusammen als Familie einen tollen Nachmittag verbringen oder eben, dass meine Kinder was lernen. Oder irgendwas Sinnvolles machen in ihrer Zeit. So, und Platz 2, was ist das? Ist das dann, also ich sag mal, Museen und so sind ja häufig Schlechtwettervarianten. Wenn man eigentlich spazieren gehen wollte oder Radfahren wollte, dann geht man bei Regen, geht man ins Museum, oder? Oder was ist Platz 2? Platz 2 sind tatsächlich die sanitären Anlagen, also das Klo, ja. Aber okay. Es ist tatsächlich aber so, dass viele Museen, jetzt gerade so naturkundliche, die kümmern sich tatsächlich auch darum, dass sie jetzt auch schön Wetterdestinationen werden. Also die möchten dann auch gerne im Sommer gegen das Freibad sozusagen ankommen können. Und
Das Technorama in Winterthur, das ist das größte Science Center in der Schweiz beispielsweise, die haben jetzt einen riesengroßen Park draußen aufgebaut aus diesem Grund, weil sie das eben auch wissen, dass das eine ganz wichtige Sache ist, eben für diese Facilitator auch Angebote zu schaffen, und haben dann draußen einen großen Erlebnispark gebastelt, der dann aber auch mit den Inhalten zu tun hat. Nun mag ich meiner gesellschaftlichen Teilhabe und Verantwortung nicht so richtig nachkommen, wenn ich sage, ich mag keine Umfragen und ich nehme da auch nicht dran teil, außer bei der Bahnfahrt, weil man da nicht flüchten kann und man ja auch häufig Langeweile hat. Was sind das für Leute, die bei Umfragen mitmachen? Gibt es darüber auch eine Forschung oder weißt du da mehr drüber? Ja, das sind Leute, die natürlich auch mit dem, sag ich mal, an dem Thema interessiert sind. Deswegen muss man natürlich auch bei Zufriedenheiten immer schauen, dass es natürlich viel besser ausfällt als im Durchschnitt. Ja, also Zufriedenheit ist immer sehr, sehr hoch eigentlich bei solchen Umfragen, weil das Leute sind, die eben auch sehr stark an dem Thema interessiert sind. Und man muss dann eben auch oben gucken, wo sind die kleinen Unterschiede sozusagen. Aber ja, das sind Menschen, die eben gerne beteiligt sein möchten, auch gerne ja, ihre, vielleicht auch eine Änderung haben wollen in bestimmten Bereichen. Und in der Kultur, muss man sagen, ist das schon sehr toll. Also da ist so die Teilnahmequote doch über 90%, so nach unseren Erfahrungen. Und ja, das ist nicht sehr schwer, dass man, gerade im Museum ist es sehr recht einfach, also dass man eine hohe Beteiligung bekommt. Beim Theater ist es ein bisschen schwieriger, kommt man eben raus, hat gerade ein Stück gesehen, möchte jetzt vielleicht auch lieber Sekt trinken, als sich dann noch 10 bis 20 Minuten hinstellen. Aber insgesamt ist es eine sehr, sehr tolle Beteiligung. Es ist was anderes, als wenn ich abends angerufen werde und ich werde nach meinem Telefonvertrag befragt. Ja. Du bist ja hier in Hamburg tätig. Also du machst ja nicht nur Publikumsforschung, sondern bist hier Professor für Marketing, Kommunikation und Kreativwirtschaft an der International School of Management in Hamburg. Erstmal wusste ich gar nichts von dieser Hochschule. Gibt es da jetzt schon... Ja, aber das ist doch eine sehr, 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 sehr bekannte und... Ja, aber ich habe mich nie für universitäre Lehrgänge interessiert. Ich habe eine Uni immer nur vielleicht in der Mensa von innen gesehen. Ihr seid ja auch eine sehr bekannte und renommierte Agentur. Also. Ja, sag mal, Kreativwirtschaft, die haben ja sehr gelitten. Steigst du da auch gleich ein in deine Forschung und Untersuchungen jetzt zur Pandemie oder... Lässt man das als Professor erstmal so laufen und überlässt das erstmal so den populäreren Untersuchungen? Nee, das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Und das, wie du genau richtig sagst, das trifft auch ja, so meine inhaltliche Bezeichnung. Also ich kümmere mich gerne wirklich auch so um die Bereiche, wo es eben nicht nur, sag ich mal, jetzt um die Heerekultur geht, sondern eben auch Unterhaltung und Ausgang und Entertainment und so weiter. Und gerade die Clubs liegen mir sehr am Herzen. Und hier in Hamburg gibt es ja das Viva la Booker-Projekt. Da kümmert man sich eben sehr stark jetzt um das Nachtleben, dass das nach Corona bestehen bleibt, beziehungsweise eben auch ja tatsächlich gezielt gefördert wird. Das ist so ein Netzwerk, wo sich ja viele, da bist du ja, glaube ich, auch drin, wo sich viele Leute zusammentun, um sich da zu engagieren. Und ja, das ist hier in Hamburg eigentlich so mein Schwerpunkt, worum ich mich gerade kümmere. Gibt drei Projekte. Das eine ist der Club der Zukunft, sehr spannend. Also wirklich da sich zu überlegen, wie sieht der Club, sag ich mal, in 10 Jahren aus. Dann natürlich Corona, Hygienemaßnahmen, also ist vielleicht nicht die letzte Pandemie. Was kann man in Zukunft machen? Und ein Bereich, wo ich sehr stark mich engagiere, ist die Frage der Beziehungsqualität. Also wie kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt länger nicht bespielen kann oder nicht offen habe als Club oder als Musikstätte, wie kann ich diese Zeit überstehen besser, wie kann ich mein Publikum halten und dann nachher vielleicht, wenn ich dann weitermache, aus einer besseren Position wieder starten. Wenn ihr diese Fragestellung beantwortet habt, dann sollten wir uns dringend wieder unterhalten, weil das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir nur erstmal schon am Ende dieses Gesprächs bei der Top 3 angelangt. Und da will ich von dir natürlich wissen, rein subjektiv natürlich, was sind denn für dich die besten Events in Hamburg? Ja, für mich gerade auch gar nicht,
Ja, genau. Für mich gar nicht so leicht zu sagen, weil ich war ja 11 Jahre in der Schweiz und danach kam Corona, als ich wieder hier war in Hamburg. Von daher aber der Zusammenhang ist nicht gegeben. Du nicht, warst in der Schweiz, nicht in China. Ja, das ist ja. Wahr, aber ich war sehr schwer, dann hier Event zu besuchen. Aber ja, Platz 3. Also das fällt mir jetzt auch leicht, weil das fand auch während Corona jetzt statt. Das ist Blurred Edges Festival. Das ist ein kleineres Festival in Hamburg an wirklich lustigen Orten, auch ungewohnten Orten, vielleicht auch in kleineren Musikstätten findet das statt. Da geht es um neue Musik, sehr spannend. Dann Platz 2, wo ich immer gerne hingehe, ist das Mittwochskonzert im B-Movie. Auch sehr spannende Sachen. Und Platz 1 ist, glaube ich, bekannt als der Resonanzraum. Also finde ich eine ganz tolle Musikstätte in Hamburg, die auch, das muss man sagen, auch von der Elbphilharmonie sehr profitiert, weil da jetzt doch auch sehr interessante Künstler hinkommen, finde ich. Lieber Helge, das war ein großer Spaß. Oh, die Kohlfahrt, Kohlfahrt in Oldenburg, ne? Man fährt da ja nicht in Hamburg los. Insofern zählt das ja nicht zu den Events in Hamburg. Nee, aber es ist in meinem Kopf die ganze Zeit. Sehr schön. Ja. Helge, mach's gut und forsch noch ein bisschen und dann sprechen wir uns wieder. Bis dann. Das Ahoi. Hat mich gefreut. Ciao. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.